Also besonders gerne erinnere ich mich vor allem daran, dass ich in der 11. Klasse in der Oberstufe mal nach Jahren, wo ich in Mathe echt extrem schlecht war, es mal durch Nachhilfe von meinem großen Bruder, man glaubt es nicht, mal tatsächlich auf eine 2 geschafft habe in Mathe. Das ist so ein positives, rein schulisches Erlebnis. Ansonsten als Sportlerin erinnere ich mich natürlich gerne an die ganzen Sportcamps, die wir hatten, an Surf, Schullandheim und ans Skifahren und so weiter. Eine der schlechteren Erinnerungen ist schon, dass es, glaube ich, manchmal schwierig war in der Schule, auch andere Interessen, wie eben in meinem Fall Sport, immer mit dem Schulalltag zu vereinbaren. Also alle Förderungen, die jetzt so außerhalb des Lehrplans war, durchzusetzen, das war in der Schule einfach immer eher, in meiner Erfahrung, früher so ein bisschen schwierig. Also es war 4 Jahre von der 7. bis zur 10. Klasse in der Realschule super, aber im Gymnasium wurde das dann echt schwer, auch noch die außerschulischen Aktivitäten durchzusetzen, selbst wenn die Noten gut waren. Das ist so eine Sache, die ich mir wünsche für die Zukunft, dass da Schüler mit Begabungen mehr gefördert werden.